In den Einstellungen, das ist die App mit dem Zahnradsymbol, kannst du die Grundfunktionen deines Geräts noch genauer festlegen. Im oberen Bereich hast du alle Einstellungen, die das Netzwerk bzw. den Internetzugriff betreffen. Hier kannst du ein neues WLAN hinzufügen und das entsprechende Passwort eingeben. Du kannst Bluetooth aktivieren oder auch deaktivieren und du siehst, welche App wie viele Daten verbraucht hat. Über mehr könntest du den Flugmodus aktivieren. Das ist allerdings etwas einfacher über das Schnelleinstellungsfeld. Gehe wieder zurück. Dann kommen alles Einstellungen, die das ganze Gerät betreffen, die Display-Helligkeit und die Farbeinstellungen. Dann beim Ton kannst du das Gerät auch stumm schalten, die Lautstärke einstellen und so weiter. Wir haben hier die Einstellungen zu den verschiedenen Apps. In dieser Liste kannst du jede einzelne App, die installiert ist, aufrufen und allenfalls auch deinstallieren oder gewisse Berechtigungen noch nachträglich korrigieren. Es kann mal sein, dass zum Beispiel vergessen ging, für eine App die Berechtigung der Kamera zuzulassen, dann könntest du das hier noch wieder vornehmen. Dann werden dir Informationen zum Akkustand eingeblendet. Du kannst dich über den Speicherverbrauch auf dem Gerät informieren und auch den Arbeitsspeicher siehst du, wie der ausgelastet ist. Weiter unten sind alles Einstellungen, die dich als Benutzerin oder Benutzer betreffen. Insbesondere die Sicherheit ist vielleicht ein Blick wert. Im Moment würde ich das aber alles noch so lassen, wie es ist. Bei den Konten kannst du noch weitere Online-Konten hinzufügen, aber auch das macht eigentlich nur Sinn bei persönlichen Geräten. Falls das Gerät mal wirklich nicht mehr funktionstüchtig sein sollte, könntest du es über Sichern und Zurücksetzen auch wieder in den ursprünglichen Zustand zurücksetzen. Auch das überlässt du lieber einer Fachperson. Und ganz zu unterst sind noch allgemeine Systemeinstellungen wie das Datum, die Uhrzeit, allenfalls die Möglichkeit zu drucken, aber das braucht natürlich auch entsprechende Drucker.